Hi Leute, was geht ab? Ich bin so Zahi, der ist willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Irgendwie wollte ich neu anfangen und alles von vorne machen. Die FC Bayern Karriere. Ja, mein Lieblingsverein ist es klar, aber ich will einen Neustart nochmal machen. Weil in einem Monat kommt ja erst im September sozusagen kommt ja FIFA 18 19 raus. Ende September kommt es raus und ich werde mir wahrscheinlich eine PaySafe Karte holen oder so. Ich hole mir das, weil wenn man es per Rabatt kauft, also auf der PlayStation, kann man das zurzeit vorbestellen und einen Tag oder zwei Tage vorher schon zocken. Ich werde jetzt die reale Gruppe des Champions League werde ich jetzt machen. Celtic war klar dabei, das weiß ich. Dann kommen die schon mal auf dem dritten Platz. Dann Anderlecht. Belgien, hä? Keine Ahnung. Auch wenn man Sparta groß. Manchester United. Ja, Anderlecht ist ja ein belgisches Team. Irgendwie nicht. So. Wer war noch in der Gruppe dabei? Ich überlege gerade. Paris. Celtic und wo ist das? Hoffenheim nicht. Lass mir einfach so die Gruppe. So sieht ja gut aus. So, Optionstaste. Und weiter. Ja, ich habe mir irgendwie überlegt, die Bayern-Karriere neu zu starten, weil ich habe Bock. Die alte Karriere ging ja irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung wieso, aber die ging dann halt nicht mehr. Und jetzt habe ich richtig Bock auf die zweite Karriere. Oh, was war das? Irgendwie, ich habe richtig Kopfschmerz, keine Ahnung wieso. Ich werde bis zum ersten Bundesliga-Spieltag simulieren. Und ja. Für 50 Millionen Euro. Der kam mir eigentlich für Ablöse. Ablösefrei mit Rudi wurde ja schon im letzten Jahr vereinbart. Vor 2 Jahren wurde es ja eigentlich schon vereinbart. Der ist nach einem Jahr erst zu den Bayern gewechselt. So, neue Karriere, das, also die zwei sind privat, real. Die ist auch privat. Und jetzt habe ich 3 Karrieren, die ich machen werde aktuell, auf denen ich auch Bock habe. Bayern. So, wahrscheinlich werde ich die 1 löschen und die Realkarriere auch, weil ja, ich habe da Messi, Neymar und ja, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich habe Messi und Neymar verpflichtet. Erst Messi, dann Neymar. Und Lewandowski blieb dann halt. Ja. Neuer kommt Vidal. Wir müssen erstmal gucken. 4-4-3 offensiv. Müller klar. Die 10er-Position sozusagen. Kapitän. Rollenkapitän ist Manuel Neuer in dieser Saison. Lang, kurzer Freistoß, Lewandowski. Rechter, Alaba. Der kann Lewandowski, das kann Alaba.
Langer Freistoß ist Alaba. Elfmeter Lewandowski, klar. Linke Ecke Kimmich, ja. So, so ist das. Die Schnellwechsel. Vidal kommt erstmal auch rein für Martinez. Rodriguez auch raus für Thiago. Ja. Mai? Wer ist das? Ach so, Lars Lukas Mai. Sonst gibt es hier gar keinen Fried. Süle, ich stelle die guten Spieler nach vorne. Das sind jetzt die guten. Und die alle sind die schlechten. So. 90, 87, 91, 85. Schnellwechsel. Falsch. So, zack. James kommt dann auch klar ins Spiel. Rechts. Habe ich keinen. Dann müssen wir das bei Robben. Den kann ich nicht durchspielen lassen. Und Kluivert will ich nicht holen. Ich will mal was anderes ausprobieren. Nicht immer nur Kluivert. Ich habe jetzt in zwei Karrieren, die ich habe. Bayern, einmal habe ich, keine Ahnung, meine PlayStation hat sich von neu gestartet. Ja, einmal habe ich da auch Kluivert verpflichtet. Und einmal, keine Ahnung wieso, davor hatte ich schon Kluivert verpflichtet. Bauch tut so weh, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie sich das anfühlt. Wahrscheinlich muss ich auch gleich Pause machen. Aber werdet ihr dann sehen. Lukas ist ja kürzlich erst von Dings gewechselt. Der wurde ja direkt verliehen. Pedro, nein. Wir müssen noch Spieler verpflichten. Oh moin. Ja, der ist ja auch von der Saison gewechselt, ne? William wäre ein krasser Transfer. Ja, ob es da geht, nicht mehr, oder Shaqiri. Ex-Bundesliga-Spieler könnten ihn wieder ver... Moin. Ah, was war das? Moin, Alter, was ist... Ich habe hier die ganze Zeit nur Geräusche am Start. Guck mal, seine Frisur, mal wieder die beste Frisur der Liga. Malcolm. Ich habe andere Interesse an ihm. Appen. Appen. Wahrscheinlich sein Name. Bundesliga. Oh, moin. André Jarmolenko. Nicht schief gelaufen bei dem Mann. Ich werde wenigstens nur junge Menschen verpflichten können. Leute, irgendwie kommt es mir so vor, ich muss gleich Pause machen. Hermann, ja, nein. Lazaro ist ein schneller Spieler, Carlos Mané. Marius Wolf wäre gut. Nee, Leute, ich kann nicht mehr, muss kurz Pause machen. So, bin wieder da, hat jetzt so 5 Minuten gedauert. Jetzt geht's mir aber gut. Ja. Das sind die Spieler, die ich gerne verpflichten wollte, möchte oder wollte. Der Jüngste ist hier aber Pulisic. Die Jüngsten, also der Älteste ist William. Der Zweitälteste ist Shaqiri. Und mit Shaqiri kann ich halt nicht so gute Tore schießen. Mit Pulisic, klar kann man es machen, aber Marius Wolf, der ist ja nochmal nochmal besser. Ist zwar 22 Jahre alt, der drittjüngste, aber scheiß drauf. Wir gucken jetzt auf Marius Wolf, ob wir ihn verpflichten.
So. Ich gebe mal so um die 13 Millionen so. Wäre okay für Niko Kovac. Der eigentlich. Sagen wir mal, das ist Adi Hütter. Ne? So. Wichtig. Marius Wolf, klar. Das ist schwierig hier beim FC Bayern, aber ich will ihn ja. Das ist das schöne Gehalt. Ja, der ist bei den Bayern, ne? Du kannst dich bei den Bayern so viel haben, ne? Und damit wäre man schon zufrieden. Weil so. Wir holen uns mal in diese Elf Marius Wolf rein. Für Früchtel. Und jetzt. Ja, der hat eine 76. Wir können das alles verbessern, ne? Zeit ist da. Taktikvorlagen. Ich schreibe jetzt einfach mal 2, dass die Zeit auch nicht schnell vergeht. Robben, so, Lewandowski raus für Wagner. Robben raus für Marius Wolf. So, zack. Zack. Hier machen wir auch schon die Schnellwechsel. Das geht alles. Zack. Zack. So. So, das haben wir schon alles geändert. Jetzt kommt die Verteidigung. Linker Verteidiger. Bernat. So. Hummels. Raus. Martinez. Süle. So, und dann wird es halt auch so sein. Die zweite Elf vom FC Bayern München. Nur halt, dass wir dieses Mal nicht größere Stars haben. Marius Wolf ist jetzt auch kein so großer Star, aber wir starten so in die Saison, würde ich sagen. Klar verbessern wir Lewandowski. Wir wollen Müller verbessern. Dann gehen wir schon weiter. Das sind wir Marius Wolf. Ist schon groß. Klau Kingsley Coman. Der Torwart, Hofmann, Rundtorben, Hofmann, Christian Früchtel, aber Neuer wird mal an 11 Metern verbessert. Ja, Marius Wolf, Ausdauer, die schon krass, ne? Wir haben schon den ersten Transfer, ne? Wolf. Moin, da steht das auf einmal nicht. Nee, du kannst uns nichts fragen. Gegen Tosu. Ah, 4-0. Doppelpack von Lewandowski. Sanchez und Shaqiri. Ach du Scheiße, ey. Können wir schon wieder Vertragsverhandlungen machen? Hummels kontaktiert von Barcelona. Ey, halt doch einmal die Schnauze. 103 Millionen Freigabesumme, Mensch. Schlüsselspieler. Er ist doch schon 28, ne? 4 Jahre wäre schon nice. Ja, wir gehen auch für Mats Hummels klar. Jetzt hat er keine Freigabesumme. Er hat keine Freigabesumme. Also müsste Barcelona eigentlich kein Geld geben. Ha.
Also sie machen es, aber er wird nicht gehen. Thiago. Eric Dier, Rodriguez. 1-0 für uns. Wolf, erstes Spiel für ihn. Im Bayern-Trikot. Wolf geht da noch raus. Moini in der 88. zum Ausgleich. Nächstes Spiel ist direkt gegen Barca. Moin, ich krieg grad. So. Und das auch gegen Barca. 3-0 gewonnen. Gegen Tottenham Hotspur. €91 Millionen. Geil. Joshua Kimmich für 36 Millionen. Moin, ich komme hier nicht voran. So, 1-1, aber wir haben im Elfmeterschießen gewonnen. James musste raus. Ja, ich hoffe, der hat nicht so eine schlimme Verletzung. Und wirklich, dieser Verein, das ist so mehr als leicht für uns. James Rodriguez 3 Tage verletzt. Das geht schon. Thiago, Alter, der ist Top-Torschütze von. Ja, aber das wird doch einfach sein. Ja, 3-0. Wolf, sein erstes Tor für die Bayern. Klasse. Moin. So, Supercup gegen Dortmund. Den werde ich spielen. Frank Ribery 22,4 Millionen zu Neapel. Das lehnen wir ab. Wer ist denn jetzt Top-Transfer? Mahrez für 52 Millionen zu Paris Saint-Germain. Schon wieder 22,4 Millionen. Der ist ja 19,5 Millionen wert. Und die geben 22 Millionen, also praktisch 3 Millionen mehr. Reus für 65,8 Millionen zu Arsenal zu seinem Freund Pierre-Emerick Aubameyang. Wolf verbessert sich im Dribbling und an der Ballkontrolle. Kappa an der Kappa.
3 Tage. Kurz vor dem Spiel gegen Dortmund verletzt sich der Neuer nochmal. Aber so schlimm ist das auch nicht mehr. Was die kommende Partie angeht. Ja, irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich das falsch gemacht hätte, ne? Ja, irgendwie so. Ja Leute, das war's mit diesem Video. Like das Video, teilt das Video und ciao.